Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. So, wir haben ja gesagt, wir müssen mal ein bisschen mehr bauen und ich habe mir überlegt, wir waren ja eine Weile weg an der Vogeltränke. Deswegen düsen wir da kurz in Lausgeschwindigkeit rüber. Machen da unten das Häuschen, was wir da angefangen haben, fertig. Aber wir reißen die Seilbahn ab. Wir haben die ja nicht mehr nötig durch die Laus. Wir kommen ja hin und... Wow. Alter, das war knapp. Wir kommen ja hin und zurück, das heißt, wir brauchen nur ein Seil. Und dann machen wir da unten so eine Art kleines, ja, Lager, Zwischenlager, Außenlager, wie auch immer. Wenn wir hinten an der Hecke sind, dass wir da eine Kleinigkeit haben. So, die Mats dürften ja mittlerweile nachgewachsen sein, hoffe ich. Sonst wäre der Weg umsonst. Und danach möchte ich so eine Hütte, weil ich möchte in so einer Hütte ankommen. Ja, wenn ich mit der Seilbahn fahre. Weiß nicht, irgendwie das hat was, optisch. Das heißt, wir gehen danach wieder zurück zur Basis und bauen dort auch so eine Hütte. Und der Grund, warum wir hier anfangen, ist, ich wollte nochmal gucken, wie genau ich das eigentlich gemacht habe. Da war ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ah, der Rückweg wird auch ein bisschen schneller. Die Laus hat halt leichte Schwierigkeiten bergauf. Aber das kriegt sie schon hin. So, wo haben wir denn das Palettenlager? Haben wir ganz unten abgestellt. Also das Stängellager. Loslassen. Und abseilen. Das ist auch genial, dass wir die Laus durchgehend bei uns haben. Dass wir die nicht ins, also quasi ins Inventar stecken müssen oder füttern müssen. Das wäre nämlich minimal ärgerlich. Weil das würde ich bestimmt unterwegs immer wieder vergessen und dann würde die verhungern und dann bräuchte eine neue Laus. Die bräuchte auch noch einen Namen, die Laus. Ich habe dir noch gar keinen Namen gegeben. Vielleicht hat ja einer eine Idee oder ich gebe dir einfach einen Namen. Das weiß ich noch nicht. Wie kann man so eine Laus denn nennen? Ich meine, normalerweise Läuse... Die betitelt man nicht, ne? In der Regel, wenn man mit Läusen zu tun hat, ist das Ungeziefer. Inne Haare. Hauptsächlich ein Problem. Grundschule, Kindergarten, Frauen. Frauen haben öfter Läuse als Männer, oder? Außer mit gefärbten Haaren. Ist ja auch egal eigentlich. So, die Feder nehmen wir noch mit. Bisschen Saft, wenn wir hier schon... Wenn wir schon hier stehen, ne, dann können wir auch den Saft mitnehmen. So, da hinten haben wir noch eine Pusteblume und so einen dicken Unkraut. So ein dickes Unkrautbäumchen. Den holzen wir auch gleich ab. Wächst ja alles nach, ne? Wir sind ökologische Holzfäller. Wir lassen den Stunken stehen, damit er wieder neu raussprießen kann. So. 2, 3, 4. Mehr habe ich nicht gekriegt. Das ist ja, das grenzt ja an Blasphemie. So. Noch die Blume. Ich denke mal, mit der sind wir dann auch schon gut bedient eigentlich. Mehr brauchen wir gar nicht. Obwohl, wenn wir schon hier vorne sind, hier ist ja... Da ist ja gleich das Stängelbäumchen. Wir hauen den einmal kurz weg, ne? Wir können ja noch 8 auf Tasche nehmen. So. Oder 7. 7 können wir noch mitnehmen. Dann hauen wir den hier noch weg. Und. Und. Männliche Schläge. So. Einen können wir noch. So. Oh. Das Lager haben wir jetzt wohin gestellt? Da. Kleinen Moment. Du, du, du. Na, Kumpel? Weiß gar nicht, warum die immer Angst vor mir haben. Ich hab doch gar... Ich mach doch gar nichts. Wenn ich keinen Hunger habe. Oh, apropos Hunger. Kumpel? Bist du noch hier? Oh, nein, das kann nicht sein. Ja, nimm doch auf den Pfeil. Da ist der rübergesprungen. Das ist ja frech. Was ist denn los mit mir? Geht doch.
Ja, Präzisionsschütze. So. Oh, 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 oh. Durst haben wir auch noch. So, Durst konnten wir ein bisschen stillen. Habe ich natürlich nichts gegessen, bevor wir los sind. Ah, schnell zum Grill. Müssen wir mal gucken, ob wir die Laus noch rechtzeitig gebraten kriegen, bevor wir in Hungertod sterben. Ja. Das legen wir einmal ab. Obwohl, warte mal. Haha. Aber die können wir ja trotzdem braten. So. Dann haben wir noch mal was. Wir hätten die auch auf den Dörrgrill legen können eigentlich, ne? Das macht, ich glaube, da sind Plätze wieder frei. Das hätte jetzt mehr Sinn gemacht. So, wie war denn das hier? Okay, ich muss mal kurz ablegen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dein Ernst? Das ist Hausfriedensbruch. Raus aus meiner Bude. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Oh, hier ist ja gar kein Geländer. Bin ja noch nicht fertig. Nein, nein. Gehst du jetzt hier raus? Das ist Privateigentum. So, und lass dich hier nie wieder blicken. So, dann können wir die wieder aufnehmen. Warte mal, da oben fehlten zwei, ne? So, hier fehlten zwei. Da. Achso, ich muss... Aha. Ich kann ja zaubern hier. So, jetzt wollte ich da oben noch die Lämpchen machen. Und? Ach, ich habe gar keine... Ich habe gar keine Sprösslinge. Oh, das ist ja peinlich. Das ist ja... 2, 4, 6... 18, 12... Und nochmal 6. Also 18. Gott, so viele finde ich doch hier nie. Au! Das war ein bisschen hoch. Sprösslinge. Da vielleicht die falsche Richtung? Wir gucken mal hier vorne. Wo habe ich die denn? Ah, ich sehe schon welche. Es sind aber nicht ganz 18, ne? Wie viele haben wir denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, so minimal weniger als 18. Da sind noch welche. Das ist ja jetzt ärgerlich. So, die beiden. Ah! Boah, Paradies. So. Eine Mücke. Das gibt's nicht. Nein, nein, nein. Ja, komm. Ja. Bin ins Wasser gefallen. Aus nicht abhauen. Na komm. Jetzt bleib doch mal. Hier, mein kleiner Feigling. Nimm das und komm mal in deinen Kopf. So, den haben wir weg. So, wo können wir denn jetzt... Hier haben wir noch einen Sprössling. Den nehmen wir auch noch mit. Und das ist doch schönes Wasser, oder? Oh, nice. Ja, hier noch ein. Warte mal. So. Den haben wir. Gut, zwei haben wir eine Flasche. Da kommen wir nicht ran. Ach, der Vogel. Die liebliche Krähe. Okay. Na gut, wir bauen erstmal das, was wir haben, ne? Und den Rest müssen wir dann sehen. Das machen wir die Lämpchen halt nach und nach. Wir können ja trotzdem schon Stängel da drunter setzen, wo die fertig sind. So. Wo habe ich denn angefangen? Den da, ne?
Sehr schön. Nein. Ich könnte eine Leiter gebrauchen. Oh, jetzt habe ich kein Trockengras. Das kann nicht sein. Na gut. Ah, habe ich den angefangen? So. Gut. Dann haben wir das da schon mal drin. Trockengras können wir gleich holen. Hier vorne ist ja gleich was. So, das ist drin. Da. Da. Gut, dann würde ich sagen, setzen wir jetzt erstmal ein paar Stängelchen hier drunter. So. So. Und hier ein. Ach, jetzt fehlt mir Seil. Irgendwie ist das nicht ganz durchdacht hier heute, ne? Außenverbände nicht einmal Pflanzenfasern. Oh, das ist ja mal wieder. Das ist so typisch. Man nimmt sich was vor und die Hälfte fehlt. So. Aber wir brauchen ja eh noch Trockengras, denn hauen wir hier noch normalen Rasen um und sammeln da noch ein bisschen Pflanzenfaser. So, den. Den. Da. Und hier. Was passiert denn? Weiß gar nicht, habe ich das schon mal ausprobiert, wenn ich den Stunken hier weghau. Oh, da kriege ich noch einen raus. Kann ich die Platten auch zu Fasern verarbeiten? Nee. Schade. So. Oh, der war ergiebig. Den noch. Wir brauchen ja schon ein bisschen Seil, ne? Also ohne geht nicht. Ja. So. Das. Den nehmen wir noch mit. So, hier hinten das den trockenen Rasen. 2, 3, 4. So. Ah, komm, die lassen wir laufen. Wer weiß nicht, dass es schlecht wird, bis wir zurück sind. Und dann haben wir da auch nichts bei gewonnen. So, wie viele Seile können wir denn herstellen? Oh. 5, 10, 11. Ah, 11 wirkt ein bisschen mager. So. 13. Das klingt vernünftig. So, machen wir die Fackeln schnell fertig, ziehen die Lattung darunter. Ach, zumindest habe ich drüben alles an Material. Da brauche ich auch gar nicht nachgucken, da bin ich mir sicher. So. Nochmal hier hoch. So. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob das nachts auch so wirkt, wie ich mir das vorstelle. Ich möchte das ja als quasi indirekte Beleuchtung haben. Aber es soll trotzdem hell hier sein, ne? Und an. Oder ich lasse oben offen. Und dann gucke ich erstmal, wie das wirkt. Bevor ich hier auch noch zumache, muss ich nachher alles abreißen. Und das klappt gar nicht. So. Jetzt habe ich keinen Saft. Wieso habe ich jetzt keinen Saft? Das Glück ist nicht mit mir. Und kein Rasen. Sollte man hier vielleicht abbrechen und gleich zur Basis gehen? Das würde vielleicht ein bisschen Sinn ergeben, ne? Oh! Die nehmen wir mit. Hat die Krähe wieder ein bisschen was für uns verloren. Und gleich zwei. Das ist erfreulich. Weniger erfreulich ist, dass ich wirklich nur zwei Stück gekriegt habe.
Ist ja ein bisschen enttäuschend. So. Ein Säftli. Ein Säftli. Noch ein Saft. Und dann können wir den da hinten noch wegholen. Ich brauche bald eine neue Pusteblume, wa? So. Und hier oben ganz... sieht die mich? Wir schleichen uns ran. Stibitzen, was da ist. Und laufen ganz schnell weg. Oh, warte, den Ton will ich noch kurz abbauen. Und... diese Schaufel ist genial, ne? Deswegen habe ich sie auch weggeschmissen. Absoluter Rotztier. Zweimal zuhacken. Oh, hier ist nochmal Ton. Den nehmen wir auch gleich mit. So. Und hier haben wir auch noch was. Ja, im Wasser haben wir mehr Widerstand. Da müssen wir dreimal reinhacken. Oh, viermal. So. Und jetzt noch einmal Trockenrasen, ja? Wo haben wir den denn? Du, 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 du. Der hat mich dickig. Oh, hier ist alles so saftig, ne? Könnte an dem Grundwasserpegel liegen. Ja, komm, denn, Pfeif drauf. Ich komme alle mal wieder, wenn hier wieder Rasen ist. Vertrockneter. Obwohl, ich brauche ja nur einen, ne? Ich habe doch hier einen Stängel übergelassen. Oh, sogar drei Stück. Dann reicht das doch. Rein theoretisch müsste ich die ganze Hütte jetzt fertig kriegen. Drei Lampen, dreimal Rasen, ein paar Mal Saft. So, wir haben dann nur noch die drei, ne? So. So. Und. Wunderschön. Wieso kann ich hier nicht... Oh, jetzt hängt die Lampe zu tief. Ich und die auch. Ich werde nicht mehr. Das macht mich fertig. Ich zumindest alle wieder? So. Jetzt kann ich die... Jetzt sehe ich nicht viel. Da, so hoch wie geht. Jetzt fehlt wieder Rasen. Mir fällt der Hut ab. Gut. Das ist denn nun mal so. Kann ich nicht ändern. Nee, da muss ja auch... Eine Lampe muss auf jeden Fall rein. Der Stängel. So. Gut. Soweit wie es ging, haben wir schon mal gemacht. Wir können ja noch kurz anzeichnen. Ah ne, dann ist das nachher beim Bauen im Weg. Ja, leider, leider, leider fehlt uns jetzt ein bisschen Material. Also eigentlich drei, vier Grasbrocken, ne? Trockene. Und wir haben hier nichts mehr. Außer da ganz hinten. Wollen wir da schnell hingehen? Wir können ja uns mit der Zipline da abschmeißen lassen. Ha? So. Dann haben wir es zumindest weg. Das machen wir. Oh nein. Nicht noch so einer. Von diesen verdammten Blutsaugern. Wir hätten jetzt auch hier schon die Geländer anfangen können. Wir haben ja noch ein paar Stängel da. Aber erstmal ist da unten wichtig. Da muss ja auch noch ein Zaun vorne hin. Wir müssen da ja noch abreißen. Punktlandung. Das wuchert hier mit Mücken.
Ja, du kannst nicht weg, ne? Oh. Komm mal her. Kannst du mal hier runterkommen? Ja. So, 1, 2, 3, 4. Das reicht schon. 5, 6 und 7. Ah, dann haben wir es zumindest fertig. Dann habe ich meinen Seelenfrieden. Ich hänge hier fest. Ich bin so fett, ey. So, da jetzt rüber. Ja, und ich brauche ja später noch Käferschmiere, Käferkleber für das Sprungnetz. Was war denn das? Wie hieß denn das Zeug? Wo ist denn das? Nee. Ah, hier. Käfergummi. Käfergummi muss ich noch besorgen. Da habe ich nämlich gar nichts von. Das müssen wir noch holen, damit wir überhaupt diesen Fahrstuhl bauen können. So. Ach, wunderbar. So, jetzt können wir den kopieren. Und einfügen. Rein und rein. Weiß nicht, ob das ein bisschen tief wirkt hier. Obwohl es geht. Dadurch, dass nicht der ganze Raum ist, ist nicht so drückend. Was ist denn das? Da ist trockener Rasen drauf. Ach, da sind meine Materialien. Oh, hätten wir gar nichts suchen, sammeln müssen. So, und was fehlt noch? Ah, hier haben wir noch eine Lampe. Und... So. Das sieht doch herrlich aus. Das noch einmal ab. So. Okay. So. Gut, und mit dem können wir nächstes Mal dann hier ein bisschen weitermachen, wenn wir hier mal wieder bauen sollten. Gut, das waren 4x4, dann kam die Dreiecke. Halbhohe Wand auf dem Dreieck. Okay. Gut, dann machen wir jetzt, da drücken wir jetzt Steuerung C und dann drücken wir an der Basis Steuerung V und dann haben wir das Häuschen doch auch da. Vielleicht ein bisschen anders. Muss ja eh größer. Aber wir schauen mal. Was passiert denn eigentlich? Ich kann doch die Ziplines... Mir werden ja die, die schon verbunden sind, auch angezeigt. Das heißt, ich kann ja noch andere mit dem verbinden, ne? Wenn ich jetzt drei Stück hier verteilt habe im Garten. Da eine, die hier und was weiß ich, da hinten. Und verbinde die alle mit der gleichen. Wie läuft denn das, wenn ich wieder wegfahren will von der Basis? Kann ich mir die Strecke aussuchen oder bleibt das denn so? Also kann ich denn nur auf gut Glück mit einer fahren? Das würde ich halt schon gerne wissen. Müsste man vielleicht mal ausprobieren. Ich kann ja mal offline hier so drei Dinger gleich um die Ecke bauen und dann mit einer verbinden. Dann gucke ich mal, was dabei rauskommt. Ja, die gute alte Box, ne? Mit der hat alles angefangen. Und den Lasern. So. Ich denke mal auch, dass die Hütte... Also die dürfte eigentlich auch zu den anderen Sachen hier passen. Falls nicht... Reiße ich denn die ab? Die ist ja eh ein bisschen klein, die Hütte hier, ne? Dass ich das abreiße und anders mache? Ach, ich weiß nur nicht. Jedes Mal, wenn ich hier irgendwas Neues entdecke, dann will ich wieder alles anders bauen. So, wir hatten 4x4.
Da hier die Treppe anfängt, würde ich sagen, wir können natürlich das Dach auch bis hier hinziehen. Ja, ist keine Frage. Aber wäre es vielleicht schöner vom Aussehen und vom Aufbau, wir würden hier 4 bauen. Wir bauen das gleiche in länglich, aber ich baue hier rüber. Ich glaube, ich baue hier rüber. Und dann machen wir hier noch so ein vielleicht so eine Art Bögenform oder so. Mal sehen. Da müssen wir mal gucken. So, das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4. Warte mal, 4 waren insgesamt, ne? 1, 2, 3, 4. Dann wäre das die Schräge. Der müsste mittig. Jetzt steht der aber schon hier. Wir bauen es einfach größer. Ja, wir bauen es größer. Schade ums Dach. Ja, vielleicht wird das denn von der Form wieder nichts. Oh. Ah, wir gucken mal. So, der muss dann auf jeden Fall nochmal weg. Den habe ich nicht gekriegt. So, unten Dreieck. In die Ecke. Na. Und den. Dann sind wir doch von der Fläche. Wir müssten mit dem hier weiter rausgehen, ne? Zumindest nochmal so eine Reihe. Aber dann kommen wir mit der Seilbahn extrem weit rein. Also müssen wir die vielleicht auch noch versetzen. Oh. Dann kommt der hier nochmal weg. Den habe ich gekriegt. Ha! So, den dahin, hier eine Ecke. Ich denke, von der Grundform ist schön groß. Na, krieg dich. Yep. So, von der Grundform her ist ja schön angenehm, ne? Aber dann brauche ich auch mehr Säulen, damit das auch wirkt. Wo habe ich die denn gehabt? Das war hier von der Version, ne? Steinsäule. So, erstmal eine. Hier noch eine. So. Ist das richtig? Habe ich die so gehabt oder waren die... Oh, das ist ja, das sieht ja dann doof aus, ne? Wenn wir hier jetzt noch eine setzen. Ich mach mal nur zum Gucken kurz. Oder wir sagen hier an der Tür. Ja, das hier sieht doof aus. So, die nehmen wir wieder weg. Also die sind fix. Die bleiben. So. Und hier auch nochmal. Die da, wie viele haben wir denn jetzt hier zwischen? 1, 2, 3, oh 4. Also, wunderbar. Am liebsten würde ich den hier mittig stellen. Wie weit komme ich denn? 1, 2... Ja, das wirkt nicht, ne? Wenn er nicht mittig ist, dann sieht das nicht aus, oder? Wir nehmen erstmal weg. So, der wiederum, den kann man so lassen durch den Treppenaufgang. So, dann brauchen wir noch ein paar Zaunelemente. Ein kleines Geländer. So.
Oh, nee. Da haben wir uns verklickt. Den hier. Hier muss er offen bleiben. Dahin. So. Okay. Der muss wieder weg, ne? Hier könnten wir so die halbe Länge gebrauchen. Aber das haben wir leider nicht. Ah, die lasse ich erstmal nur gezeichnet. Ich bin mir bei denen noch nicht sicher. Keine Stängel, das gibt's nicht. Ja, wir sind zu weit weg, ne? So. Komm mal mit. Hüppa! Ja, mal so eine ganze Palette hier durch die Bude schleppen. Kein Problem. So. Den. Ah, wenn ich jetzt breiter gegangen bin, jetzt haut ja der ganze Aufbau wieder nicht hin, ne? Vom Erscheinungsbild her. Ja, wie habe ich denn... Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass diese Säule hier stand. Aber ich habe es jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Wir bauen erstmal. So, nehmen wir hier so ein Dreieck. Ha. Das ist ja skurril. Haben wir halbe Wände? Nee. Wir haben keine halben Wände. Hä? Ich komme hier nicht raus. Was war das? Oh, das haut doch mit meinen Dreiecken da nicht hin. Dann waren die nicht hier, sondern da? Hm, ich schaue da nochmal nach und dann geht's morgen weiter. Dann bauen wir morgen hier so eine richtig geile Hütte. Und dann sehen wir mal weiter, dass wir hier nach da hinten kommen. Wir müssen ja hier noch zu der Hake. Da brauchen wir noch eine Wegplatzierung. Und von dort aus können wir uns das hier so ein bisschen ausspähen, erhoffe ich. So. So ist es falsch. Und dann treffen wir uns morgen wieder und bauen hier fertig. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Kleine Bauphase, ein bisschen Abwechslung. Mal ein bisschen was Ruhiges. Bis dahin, mach's gut. Ciao.